Hallo, hier noch einmal ein Wort. Ich spreche 27 Fall 17. Der Fall ist mir sehr interessant. Ich wollte einmal mal auf Spanisch lesen, sage ich da. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Und wenn wir die Übersetzung checken, dann wird aguzar alles bedienen, dann ist dort schliepen. Also mit einem Eiser schliept wie das andere. Und schliepen, spätzen, abmuntern, anreizen, anregen, den Jäs anstrengen, die Ohren spätzen. Dann glaube ich, wird wohl meist gleich, wann wird das gundet. Und auf Plattdeutsch sage ich da, ein Maser schoppt das andere, so als ein Mann den anderen halt. Und wir wollen uns manchmal meistens halten lassen von anderen. Wir sind selbst klug. Aber weißt du was? Wenn ein anderer eine Bibel, wenn andere biblisch mit der Wahrheit für den Tag kommt, dann muss wir abpassen, dass uns das nicht so gut geht. Mein Schwiegervater, der hat mal einen Arbeiter. Der hat mit einem harten Käse zu brechen, der hat ein Maltvierer und der brachte ihm den Maltchen, der halb am Muck den Käse merken. Dann fragte der Maltvierer, warum da ihr nicht mal viel Tiere mit dem Maltchen tun? Sag ich, ich will mir noch ein bisschen verdienen, wenn ich noch ein kleines bisschen verdienen will, dann kann ich nicht. Hoppa, sag ich da. Ich weiß, für wie viel Geld ihr ein Käse verkauft, ich weiß, für wie viel Geld ihr ein Maltchen kauft, ich weiß, was ihr mir für einen Lohn geben und ihr bleibt bloß ein Klampen immer. Dann frage ich meine Schwiegerpappe, na, wusstest du mir das noch einmal ausrechnen? Ja, sie sag ich dir, dort wo ich ausrechnen. Und dann nimmt mein Schwiegervater, der hat gesagt, all das, der geht herausrechnet, und dann sag ich da, dann nimmt er die Talmaschine, und dann sag ich dem Maltvierer, dort, der kleine Leifis, das kostet Tachloten, da habe ich kein, der kleine Leifis, das ist gleich nicht. Ja, kann ich gleich mit dem Bleistift rechnen? Sie, rechnet er mit dem Bleistift aus. Dann sag ich meine Schwiegerpappe, mit meinen Bleistift und meine kleine Talmaschine zu rechnen, aber kriege ich rein. Das stimmt aber nicht mit deine, mit dort, was deine Bleistift gerechnet hat. Und dann checkt er dann, wie es, dann hast du neunmal neun, dann einen Tag und dich in eine Stereotei, der ein abgestellt, der acht abgestellt hat, wie es eine Stahlhörer zu haben, als wenn es 18 wären. Und dann, jetzt haben das ganz von anderen, ich kriege die Menschen mal so eine Jammerlichkeit zusammen, Käusegeld. Dann sage ich, meine Schwiegerpappe, sage ich da, aber check mal, du sollst du nicht acht, du sollst du nicht 18 rechnen, das sollst du einen Tag an dich, dann wird das was reichtet geben. Well, sage ich da, aber an meinem Kopf läuft das wegen so. Okay, sage ich da, dann kann ich dich nicht verstehen. Du wirst mehr verdienen, als ich dort, wo ich dort herkriege, dort ist die und bloß du wirst mehr Geld, als reich oder als abrechtig oder anabrechtig. Als mir das ütkommt oder als mir das nicht ütkommt. Wie man abpassen, wenn wir uns irgendwo sagen, dass das biblisch ist, und der Helge Jesus, der wird uns Teken geben, als das Wahrheit ist und wo damit umzugehen. Nu haben wir das gehört, dass lass irgendwo dort so steht. John Herren, John Walde schwappten mich auch. Oh, ein Maß mit dem anderen. Und wir sind interessant. Ich soll mich noch einmal deipen lassen. Wo wichtig die Taufe ist. Nun werden wir mal ein bisschen wiedergehen. Junges, das ist sein Fernsehstätt.